18.03 Uhr. Wolkendecke 6000 Fuß. Night High Level. Takeoff 18.45 Uhr Zulu. Fliegen, das ist nicht mehr das ungewisse Abenteuer eines Icarus und seiner Nachfolger. Fliegen in modernen Düsenflugzeugen, das ist das Ergebnis eines konsequenten Zusammenspiels des Menschen und der Technik. Hierzu gehört nicht nur der Pilot in seiner Maschine, sondern auch eine Vielzahl qualifizierter Fachkräfte. Wartungshalle. Fahrwerktest. Der Arbeitsplatz Flugzeug, das ist nicht nur der Mechaniker, der Elektroniker, der Wart an der Maschine, sondern ebenso der Meteorologe, der Arzt, der Feuerwehrmann. Nur weil sie alle Hand in Hand arbeiten, ist ein reibungsloser Flugbetrieb möglich. Gleich um welches Geschwader es sich handelt und um welchen Flugzeugtyp. Das Jagdbombergeschwader 31 Bölke steht stellvertretend für alle fliegenden Verbände. Sicherheit. Sie ist das oberste Gebot des Fliegens. Deshalb wird das Flugzeug regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Koordiniert werden alle Arbeiten durch die Einsatzsteuerung. Diese zentrale Leitstelle der Technik kann etwa 700 Fachkräfte einsetzen, um die Flugzeuge einsatzbereit zu halten. Circa eine Tonne elektronischer Anlagen befinden sich im Starfighter. Um sie zu warten, bedarf es modernster technischer Einrichtungen. 21.50 auf 5 gelandet. Hier zum Beispiel die Computerdiagnose. Der sich selbst kontrollierende Elektronenrechner liefert hier dem Flugzeugmechaniker die notwendigen Daten zur Funktionsüberwachung des Autopiloten. Mit diesem Flugregler ist dem Piloten ein automatisches Fliegen möglich, sodass er sich während des Fluges anderen Aufgaben widmen kann. Ebenso wie der Mechaniker oder der Elektriker sind alle, die am Flugzeug arbeiten, für den Einsatz an einem bestimmten Flugzeugtyp geschult. Aufgabe des Flugzeugelektronikers ist unter anderem die Wartung des Trägheitsnavigationsgerätes. Die kreiselgesteuerte Plattform ermöglicht es dem Piloten, bodenunabhängig zu navigieren. Auch hier stehen modernste Prüfgeräte zur Verfügung.
Ein weiterer Teil der Navigationseinrichtung, das Bordradar, das zweite Auge des Piloten. Reparaturen an diesem empfindlichen Gerät müssen in der Werkstatt vorgenommen werden. Die routinemäßige Untersuchung geschieht an der Maschine selbst. Kernstück des Starfighters ist das Triebwerk. Wartung und Instandhaltung, wie etwa der Einbau neuer Brennkammern, ist Aufgabe des Triebwerkmechanikers. Ebenso wie in anderen Bereichen gibt es hier eine Endkontrolle durch einen Fachprüfer. Die Plombe besagt Quality Control. Geballte Kraft, gefesselt auf dem Dolly. Etwa 7200 Kilopond Schub entwickelt die Turbine mit Nachbrenner. Dieser Leistungstest ist für die Sicherheit von Mensch und Maschine unerlässlich. Solche Tests erfordern besondere Sicherheitsvorkehrungen. Die Feuerwehr übernimmt den Schutz des Technikers, der in der Lärmschutzhalle das Zusammenspiel von Triebwerk und Flugzeug am Boden testet. Hier entstehen Kräfte, die das Flugzeug auf doppelte Schallgeschwindigkeit beschleunigen können. Startvorbereitungen, betanken. Etwa 3000 Liter Düsentreibstoff Kerosin benötigt ein Starfighter für einen einstündigen Flug. Flüssiger Sauerstoff von minus 180 Grad Celsius für die Atemmaske des Piloten. Zu den Startvorbereitungen gehört auch der Einbau des Bremsschirms, der bei der Landung den Abbremsvorgang unterstützt. Schuss in der Sekunde feuert